things are happening, are going to happen in your life. Gute Dinge werden in deinem Leben passieren. I would have fainted if I would have not believed to see the goodness of the Lord. Ich wäre umgefallen in the land of the living. Wenn ich nicht an die Güte Gottes geglaubt hätte. Proverbs 23:18. This is one of my favorite verses. Sprüche 23, Vers 18. There is surely a future hope for you. Es ist wirklich eine Hoffnung für dich da. And your hope will not be cut off. Und deine Hoffnung wird nie abgebrochen. There is a future hope for you. Es gibt eine Hoffnung für deine Zukunft. And your expectation will not be cut off. Und deine Erwartung wird nicht zu Schanden. In other words, you are not going to be disappointed. Can I hear a big amen? In anderen Worten, du wirst nicht enttäuscht werden. I'm not convinced. I didn't hear it. Can I hear a big amen? Kann ich ein großes Amen hören? Larry, I didn't hear you. Can I hear a big amen? You are not going to be disappointed. Tell your neighbor, you are not going to be disappointed. Du wirst nicht enttäuscht werden. Sag deinen Nachbarn. Elka, are you waiting upon God? Amen. I'm talking to you. Look at amen. Me. Yes. Are you waiting upon God? Yes. Well, this is your word. You will never be disappointed. Amen. Amen. Du wirst nie enttäuscht werden. There is a future hope. Es gibt eine Hoffnung für deine Zukunft. And your hope will not be cut off. Und diese Hoffnung wird nicht zu Schanden. Now listen from the Message Bible, from starting from verse 18. Proverbs 23:18. Und Sprüche 23, Vers 18. Don't for a minute envy careless rebels. Sei nicht neidisch auf die Rebellen. Seek soak yourself in the fear of God. Sondern tauche ein in der Ehrfurcht Gottes. That's where your future lies. Da liegt deine Zukunft. Then you won't be left with an armload of nothing. Und dann wirst du nicht zurückgelassen mit nichts. Now, Amplified Version. In einer anderen Übersetzung steht. For surely there is a latter. Sicherlich gibt es ein latter end, später. Ein späteres Ende. And then in brackets, a future and a reward. Und dann steht in Klammern eine Zukunft und eine Belohnung. And your hope and expectation shall not be cut off. Und deine Hoffnung und deine Erwartung werden nicht zu Schanden kommen. How many of us receive that? Wer von uns nimmt das an? I do. Ich nehme das an. I do. Ich nehme das an. Your expectation. Deine Erwartung. Will not be cut off. Wird nicht zu Schanden. Whatever you're standing in faith for. Und worauf immer du wartest im Glauben. Will be fulfilled. Es wird sich erfüllen. Now let's go back to Hebrews chapter 10 verse 38 from the Amplified Version. Lass uns zurückgehen zu Hebräer 10 Vers 38. It says, but my righteous one. Just übersetzen. Aber mein Gerechter. The one justified by faith, derjenige, der gerecht gesprochen ist durch den Glauben, shall live by faith. Wird durch den Glauben leben. And if he draws back, und wenn er zurückweicht, shrinking in fear, wenn er in seiner Angst kleiner wird, my soul has no delight in him. Hat meine Seele keine Freude an ihm. Do you know, in life there are many opportunities to fear. Im Leben gibt es so viele Möglichkeiten, um Angst zu haben. That sort of situations push us that we want to shrink in fear. Und die Situationen bringen uns dazu, dass wir uns einfach verkriechen möchten in unserer Angst. I'm still in the situation and I went with the Immobilienmakler to the bank. Ich war mit dem Immobilienmakler bei der Bank. And the bank, they still tell the pushing still the date ahead. Und die Bank verschiebt weiterhin dieses Datum. And driving back with the Immobilienmakler. Und als ich zurückfuhr mit dem Immobilienmakler, he asked me a question. Er stellte mir eine Frage. This is a big project. Das ist ein großes Projekt. Do you think you're making it? Glaubst du, dass du es schaffst? I looked at him. You know what I told him? Und ich schaute ihn an. Weißt du, was ich sagte? I don't think. Ich denke nicht. I believe. Ich glaube. I don't think. Ich denke es nicht, ich glaube. I believe. Ich glaube. And this is what I told him. Und das ist, was ich gesagt habe. If I would have not believed that God is going to take us
to the other side, wenn ich nicht daran geglaubt hätte, dass Gott uns auf die andere Seite bringt, I would have given hope. I would have quit a long time ago. Dann hätte ich schon lange zuvor aufgegeben. Church, we have not come this far to quit. Gemeinde, wir sind nicht so weit gekommen, um aufzugeben. Even in your life, you have not come this far to quit. Auch in deinem Leben bist du nicht so weit gekommen, um jetzt aufzugeben. So there is nothing like looking back. Also es gibt nichts mehr, um zurückzuschauen. There is nothing like looking back. Es gibt nicht die Option, zurückzuschauen. As a church, we are at home. Wir sind zu Hause hier als Gemeinde. We are at home. Wir sind zu Hause. We've reached, this is our place. Wir sind hier angekommen. Das ist unser Ort. And we are going to grow in this place. Und wir werden an diesem Ort wachsen. We are going to see God doing greater things in this place. Und wir werden sehen, wie Gott Großartiges tut hier. And concerning this project, und bezüglich dieses Projektes, I'm not shrinking in fear. Werde ich nicht in meiner Angst versinken. I didn't say meine Angst. Did you say? Werde ich nicht in einer Angst versinken? Es ist nicht meine Angst. It is not my fear. Es ist nicht meine Angst. I am confident in the Lord. Sondern ich bin zuversichtlich in dem Herrn. So here he says, and if he draws back, shrinking in fear, my soul has no delight in him. Und wenn er zurückweicht und in der Angst versinkt, dann hat meine Seele keine Freude an ihm. Jesus said in the book of Luke 9:62. Jesus sagte in Lukas 9 Vers 62. No one who puts a hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God. Jesus aber sprach zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. We've put our hand in the plow. Wir haben unsere Hand schon an den Flug. We've started the faith life, the faith process with God, the lifestyle of faith. Wir haben schon diesen Lebensstil, den Prozess mit Gott im Glauben gemacht. There is no looking on the left, there is no looking on the right, there is no looking behind. Es gibt keinen Schauen zur Rechten, zur Linken oder nach hinten mehr. We are moving forward by faith. Sondern wir werden nach vorne gehen im Glauben. Amen. Amen. Hebrews 10:37 from the Message version. Remember, the message today is a lifestyle of faith. Denk daran, die Überschrift heute ist ein Lebensstil des Glaubens. And it's when you've started the lifestyle of faith, there is no going back. There is no shrinking back in fear. Und wenn du angefangen hast mit dem Lebensstil des Glaubens, dann gibt es kein Zurück mehr. Now this verse says, but you need to stick it out. Aber du musst durchhalten. Hold the hand of your neighbor. Halte die Hand deines Nachbarn. And tell your neighbor, durchhalten. You need to stick it out. Du musst durchhalten. Staying with God's plan, so you'll be there for the promised completion. Und bleib standhaft mit dem Plan Gottes, damit du da sein kannst für die versprochene Erfüllung. Stay with God's plan. Bleib fest mit Gottes Plan. So you'll be there for the promised completion. Damit du da sein kannst für die versprochene Erfüllung. You know, I am so expectant. Ich bin so erwartungsvoll. Every week I pray for this project. Jede Woche bete ich für dieses Projekt. And I'm excited for that time that we would have finished renovating this place and it will really be so nice. Und ich bin so gespannt auf diese Zeit, in der wir fertig sind mit dieser Renovierung. And you know what? Und weißt du was? I'm seeing this place is so nice, full of many people worshiping God, lives being changed. Ich sehe, wie dieser Ort voll ist und schön ist und wie Menschen Gott anbeten und ihr Leben verändert. And I am sticking out with it in faith. Und ich halte damit durch im Glauben. I'm staying with God's plan. Und ich bleibe mit Gottes Plan. Until we'll be there for the promised completion. Bis wir da ankommen zu der versprochenen Erfüllung. You remember Proverbs 23:18, the way it says. Erinnert dich, wie es in Sprüche steht. Surely there is an end. Es gibt sicherlich ein Ende. Tell a neighbor, surely. Sag deinem Nachbarn, sicherlich. There is an end. Gibt es ein Ende. And your expectation will not be cut off. Und deine Erwartung wird nicht zu Schanden kommen. Now, when you go back to Hebrews 10:37, it says, but you need to stick it out.
Aber du musst durchhalten. Staying with God's plan. Und mit Gottes Plan bleiben. So you'll be there for the promised completion. Damit du da sein kannst für die versprochene Erfüllung. It won't be long now. Es wird nicht lange dauern. He's on the way. Er ist auf dem Weg. He'll show up most any time. Er wird jede Minute auftauchen. You know, that's how I live my life. So lebe ich mein Leben. I'm waiting any time for that great breakthrough. Ich warte jede Minute auf diesen großen Durchbruch. Jede Minute. That great breakthrough. Dieser große Durchbruch. Celebration. Und dann gibt es Feiern. Celebration. Feiern. But I'm not going to wait until that time to start celebrating. I'm celebrating now. Aber ich werde nicht warten, bis es sich erfüllt hat. Ich werde jetzt schon feiern. Why? Wieso? Because I know that God does not lie. Denn ich weiß, dass Gott nicht lügt. I know that God does not disappoint. Und ich weiß, dass Gott nicht enttäuscht. It won't be long now. Es wird nicht lange dauern. He's on the way. Er ist auf dem Weg. He'll show up most anytime. Er wird jede Minute auftauchen. But anyone who is right with me thrives on loyal trust. Und jeder, der mit mir richtig steht, wird auf loyales Vertrauen hinarbeiten. If he cuts and runs, wenn I won't be very happy. Aufhört und wegläuft, dann werde ich nicht glücklich. Werde ich nicht glücklich. But we are not quitters who lose out. Aber wir sind nicht diejenigen, die aufgeben. Oh no. Oh nein. We'll stay with it and survive. Wir werden dabei bleiben und überleben. Trusting all the way. Und die ganze Zeit vertrauen. Now enthusiastically, I want you to tell your neighbors this. Ich möchte, dass du das mit voller Enthusiasmus sagst. And when I say enthusiastic, it has to be enthusiastic with power from within. Und ich meine damit, dass du es mit Kraft von innen sagst. Tell your neighbor, but. Sag deinem Nachbarn, aber. We are not quitters. Wir geben nicht auf. I didn't hear. Ich habe dich nicht gehört. I didn't hear you. Tell your neighbor, but. Aber. We are not quitters. Wir geben nicht auf. Who lose out? Oh no. Oh nein. With emotions. I want to. Let's do some acting here. Lass uns ein bisschen schauspielern. Tell your neighbor, oh no! Sagen wir, oh no! Elka, oh nein! Nein! Just act a little bit and tell your neighbor, oh no! Sag dir nachher, oh nein! We are not quitters! Wir sind keine Aufgeber! We are not losing out! Wir werden nicht verlieren! Oh no! Oh nein! We'll stay with it and survive. Wir werden dabei bleiben und überleben. Trusting all the way. Und die ganze Zeit vertrauen. We are trusting all the way. Wir werden die ganze Zeit vertrauen. Wherever you find yourself. Egal wo du dich gerade befindest. Trust the Lord all the way. Vertrau dem Herrn auf dem ganzen Weg. Trust the Lord all the way. Vertrau dem Herrn den ganzen Weg. Trust him to see you on the other side. Und vertrau darauf, dass du auf der anderen Seite dich sehen wirst. Amen. Trust the Lord. We are going on the other side. Wir gehen auf die andere God Seite. Is taking us there. Gott bringt uns auf die andere Seite. Amen. Amen. Trust the Lord all through. Vertraue dem Herrn auf dem ganzen Weg. We are not quitting. Wir geben nicht auf. Tell your neighbor, I refuse to quit. Sag deinem Nachbarn, ich weigere mich aufzugeben. Elka. Pastor. Ich weigere mich nicht aufzugeben. I refuse to give up. We are not quitting. Wir geben nicht auf. We are not quitting with God. Wir geben nicht auf mit Gott. We are staying with God's plan. Wir bleiben bei Gottes Plan. So we'll be there for the promised completion. Damit wir da sein werden für die versprochene Erfüllung. And because God does not lie. Und weil Gott nicht lügt. He will do that in your life. Wird er das auch in deinem Leben tun? Halleluja. Preis den Herrn. He will do that in your life. Dann wird er das auch in deinem Leben tun. He will do that in your life. Er wird das in deinem Leben tun. Trust the Lord. Vertrau dem Herrn. All the way. Und zwar den ganzen Weg. Trust the Lord. Vertrau dem Herrn. All the way. Den ganzen Weg. Amen. Amen. We are people who are trusting the Lord all the way. Wir sind die Menschen, die Gott vertrauen auf dem ganzen Weg.